Der ist gut. Ja, ist was Besonderes. Studenten mit landwirtschaftlichen Hintergründen. Mehr oder weniger Freizügen. Ich bin die Isabella und ich studiere Agrarsystemwissenschaften im Master. Und ich bin der Thomas. Ich habe das studiert und jetzt promoviere ich an der TUM. Ein Jungbauernkalender. Ja, die Fachschaft hat das einmal so versucht nachzuahmen. Die haben sie freiwillig beworben. Da gab es ein großes Gerangel, wer da mitmachen darf. Das Tag gefällt mir schon recht gut, muss ich sagen. Ganz klassisch. Die Bemalung ist natürlich der Hammer. Führerschein habe ich seit ich 15 Jahre alt bin. Frühzeitiger Führerschein, damit ich am elterlichen Betrieb helfen konnte. Ja, wir sind da an der Versuchsstation Viehhausen. Das ist in der Nähe von Freising. Und da im Hintergrund sieht man den Systemversuch. Das ist ein Dauerfeldversuch und das ist was ganz was Besonderes, was Wertvolles. Da wird seit mehr als 10 Jahren werden auf den gleichen Parzellen die Fruchtfolge sowohl im ökologischen als auch im konventionellen Landbau simuliert. Und da will man eben Unterschiede für den Pflanzenertrag, also für Umweltwirkungen, eben rausarbeiten. Es gibt im Studium grob die Bereiche Pflanze, Technik und Tier. Und mich hat absolut der Tierbereich begeistert. Zum einen kommt ganz viel über Tierhaltung, über Unterstützung durch Sensoren, durch automatische Melksysteme und die ganze Technik. Und auf der anderen Seite ist es auch super interessant, so Sachen über das Sozialverhalten zu lernen, über die natürlichen Bedürfnisse und das Haltungssystem, wie man das kombinieren kann und auch einfach ganz viel über Tierernährung und wie das so alles funktioniert. Mich persönlich begeistert Pflanzenkohle, weil das ist nämlich ein Produkt, das nicht nur eine Lösung möglicherweise ist für landwirtschaftliche Probleme, sondern auch für Umweltprobleme, die eben die gesamte Gesellschaft dann betreffen. Also mit der Pflanzenkohle kann man eben Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre in den Boden bringen und langfristig speichern und somit eben dem Treibhauseffekt entgegenwirken. Ich bin dann damals eben an TUM gegangen, weil eben man sehr nah an der Wissenschaft dran ist. Und Wissenschaft ist das, was mich begeistert. Den Fortschritt zu sehen, was gibt es Neues, wie kann man die Landwirtschaft weiterbringen. Also das Schöne am Agrarsystemwissenschaftsmaster ist, dass es quasi in Kreisläufen denkt und gelehrt wird. Und bei mir im Tierbereich, wir haben immer wieder den Bezug zur Technik mit den ganzen Sensoren und natürlich dann auch zu euch, zur Pflanze mit der Fütterung und was so wächst. Ja genau, also das, was am Acker erzeugt wird, natürlich hat man Produkte, die direkt in die menschliche Ernährung gehen, aber auch Produkte, die für die menschliche Ernährung nicht geeignet sind und die gehen eben dann in die Tierfütterung. Zum Beispiel ein Kleegras, das auch für den ökologischen Landbau extrem wichtig ist und die Tiere scheiden eben dann wieder Nährstoffe aus und die bringt man dann wieder zurück auf den Acker. Da schließt sich unser Kreislauf und die Technik ist überall dabei, sowohl im Tier- als auch im Pflanzenbereich. Und für die Pflanzenproduktion ist eben der Boden unser Hab und Gut, der Boden ist das Wichtigste. Ohne Boden können wir keine Pflanzen erzeugen. Mir ist aufgefallen in diesem Studium, es fällt alles wie so Puzzlestücke an seinem Platz und passt so ineinander, weil man kann sie zwar auf den Tierbereich fokussieren, aber trotzdem braucht man einfach eine gewisse Basis an Pflanzenwissen und so. Na, es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man einfach sie in verschiedene Richtungen auskennt. Ja? Nicht bloß der Spezialist ist, sondern irgendwo auch der Generalist. Und dieses Systemübergreifende ist einfach genial, dieses Verständnis für andere Bereiche dann zu haben. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass die TUM dann doch so zwar wissenschaftlich fundiert, aber doch so praxisnah ist. Also es gibt die Versuchsstationen, wo eben die landwirtschaftliche Praxis weiterhin so betrieben wird und das ist eben die Plattform für die Wissenschaft, um die Untersuchungen durchzuführen. Ich habe zum Beispiel in meinem Forschungsprojekt ein neues, innovatives Bodenbeprobungsgerät einfach untersucht und mit herkömmlichen Methoden verglichen. Das ist schnell auf den Markt gedrängt, aber wir haben herausgefunden, dass die Ergebnisse eben nicht zufriedenstellend waren. Wenn solche technischen Innovationen dann verkauft werden und nicht funktionieren, dann bleibt es am Landwirt hängen. Der hat da investiert, Geld ausgegeben und hat dann vielleicht keinen Mehrwert. Und das ist eben schade. Und so Sachen versucht man auch hier durch unabhängige Forschung zu verhindern. Natürlich spielt an der TUM die Digitalisierung eine extrem wichtige Rolle. Also es werden Untersuchungen zum Vertical Farming gemacht. Ich habe vorher gesagt, der Boden ist eigentlich das wichtigste Gut für Pflanzenproduktion, aber der Boden wird eben immer knapper. Und deswegen versucht man auch, Pflanzen eben in Gewächshaus und in mehreren Stöcken zu erzeugen.
Und auch sowas wie Drohnen setzt man ein, zum Beispiel um Unterschiede im Pflanzenwachstum bestimmen zu können, um dann später Ressourcen zum Beispiel bei der Stickstoffdüngung einsparen zu können. Ja, oder auch einfach dann Roboter, die am Feld mitarbeiten oder zumindest erste Entwicklungen dazu. Ja, so Entwicklungen werden immer von der Uni auch begleitet. Auch in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Firmen, vor allem in der Landtechnik, ist das wichtig. Die TUM ist ziemlich gut aufgestellt. Also man, für die Landwirtschaft sind ja schon mal Flächen wichtig, wo Versuche gemacht werden können. Die Technik dazu, Spezialtechnik, Parzellenmähdrescher zum Beispiel oder irgendwelche kleinen Güllefässer, wo man ziemlich genau kleinräumig was applizieren kann. Und ja, was brauchen wir dann noch? Der Tierbereich wächst jetzt wieder und würde schon sagen, dass wir gut da sind. Ja, wir haben extrem leistungsfähige Labore, also wo einerseits so Studentenpraktika stattgefunden haben und stattfinden und andererseits unsere gut ausgebildeten Laborkräfte, die Wissenschaftler, Doktoranden zum Beispiel und Studenten auch unterstützen, die Proben, die im Feld genommen werden oder im Stall eben zu analysieren. Es gibt 5 Pflichtfächer, wenn man die dann absolviert hat, da ist sowas wie Statistik und Rechnungswesen dabei und ein Forschungsprojekt, wo man dann angewandte Sachen machen muss oder auch das Agrarprojekt. Und dann kommt eben das sehr Coole an diesem Studium, dann kommen irre viele Wahlmöglichkeiten und man kann sich entweder komplett breit aufstellen oder man fokussiert sich auf eine spezielle Richtung, die einen interessiert. Besonders ist, dass man das Auslandssemester machen kann und das wird dann auch 1:1 angerechnet. Das heißt, man verliert da auch keine Zeit im Master und man kann auch ganz viele Exkursionen machen, je nach Interessensgebiet. Ja, man, das sind ja kleine Gruppen, ja. Man kennt sich untereinander, jeder kennt jeden und man kann ja mit jedem sich irgendwie unterhalten, findet ein gemeinsames Thema. Oft ist ja das Studium, das einen verbindet, und wir sind ja gemeinsame Hobbys und da kann man fast mit jedem einmal Mittag zum Essen gehen oder einen Kaffee trinken gehen. Und dadurch haben wir eine sehr enge Betreuung auch mit den Dozenten und Dozentinnen und die sind eigentlich jederzeit erreichbar. Die Berufschancen sind eben ziemlich gut, also man hat extrem viele Möglichkeiten, die Absolventen haben begehrt, sowohl als Wissenschaftler als auch in der freien Wirtschaft. Oder wie siehst du das? Ja, ich würde das genauso unterschreiben. Man ist breit aufgestellt und es findet jeder seinen Platz.